Günther Nowak von der SPÖ Kärnten spricht als Nächster. Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, Zuseher zu Hause an den Bildschirmen. Ich habe mir da so raufgeschrieben, Kampf gegen das Artensterben. Und es ist schon viel gesagt worden, aber wenn man sich das Ganze betrachtet, dass es Millionen von Jahren gedauert hat, bis die biologische Vielfalt an Arten von Tieren und Pflanzen auf unserem Planeten so entstanden ist, wie wir ihn heute vorfinden. Und diese beeindruckende Biodiversität ist das eigentlich der wahre Reichtum unseres Planeten. Und ich glaube, ich kann das beurteilen als Bürgermeister einer Nationalparkgemeinde in den Hohen Tauern in Malnitz, wie das Thema Biodiversität behandelt und gehandelt wird. Und man muss natürlich dazu sagen, dass im Laufe der Jahrmillionen von Jahren wieder viele Arten verschwunden sind in dieser Evolution und dass es natürlich auch bei normalen Prozessen ein massives Massensterben gab, ausgelöst durch gewaltige Naturkatastrophen. Ein solches Massensterben scheint aber auch wieder jetzt voll im Gange zu sein. Der Unterschied ist jedoch das rasante Tempo, mit dem es geschieht und vor allem die Ursache, die nicht an Katastrophen begründet sind, sondern vor allem bei uns an den Menschen liegt, der dafür verantwortlich ist. Und in Gegenwart sterben 100-mal mehr Arten, als bei einer natürlichen evolutionsbedingten Rate zu erwarten wären. Es verschwinden, und es wurde auch schon gesagt, pro Tag etwas 150 Arten für immer vom Planeten. Seitdem Menschen auf der Erde existieren, befand sich die Natur noch nie in einem derartig schlechten Zustand wie heute. Und das Artensterben ist neben der Klimakrise wohl die größte Bedrohung weltweit. Auf der aktuellen roten Liste erfasst die Weltnaturschutzunion IUCN nun fast 37.500 Tier- und Pflanzenarten als bedroht. Das sind mehr als je zuvor. Ich glaube, und vielleicht das auch ein Anstoß an die Frau Bundesministerin, es braucht einen wirklich funktionierenden Masterplan die nächsten Jahre, langfristig gesehen. Ich glaube aber auch, dass es einen kurzfristigen Plan braucht, der jährlich unter Umständen evaluiert wird, wo Ergebnisse und unter Umständen auch Sanktionen verhängt werden für die Zukunft. Und da könnte Österreich eine Vorreiterrolle spielen. Zu den weltweit wichtigsten Bedrohungsfaktoren für die Artenvielfalt zählen vor allem der Lebensraumverlust und die massive Übernutzung der natürlichen Ressourcen. Dazu kommt noch die Umweltverschmutzung, die Klimakrise und die Verdrängung der Flora und Fauna durch eingeschleppte Arten. Und auf dieser Liste stehen auch Tiere unserer Heimat, wie das schon gesagt worden ist. Es ist aber auch, und das muss man der Landwirtschaft auch sagen, die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung seit den 60er Jahren hat einen erheblichen Anteil am Rückgang von Pflanzen und Tierarten auf Wiesen, Weiden und Äckern gebracht. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum Beispiel eine starke Zufuhr von Mineraldüngern und Gülle, Anwendung von Unkrautbekämpfungsmitteln, Herbizide auf frühe Maat, Entwässerungen von Feuchtwiesen und Umbruch von Grünland. Die Folgen sind artenarmes Intensivgrünland und Äcker, in denen wilde Pflanzenarten kaum noch zu finden sind. Wir in Kärnten, die Frau Landesrätin für Umwelt Sarah Schaar, versucht immer wieder Blumenwiesen in verschiedenen Gemeinden zu machen und Menschen zu finden, die das in dieser Art und Weise umsetzen. Auch der Mensch verursacht Klimawandel und macht Artenvielfalt zu schaffen. Auch der Mensch verursacht das. Und in Österreich sind vor allem Ökosysteme mit langer Entwicklungsdauer und Lebensräumen in den Alpen oberhalb, also dort, wo ich wohne, der Waldgrenze betroffen. Moore und Wälder mit viel Altholz können sich nur langsam an den Klimawandel anpassen. Und durch den klimabedingten Anstieg der Waldgrenze im Gebirge wird ein großer Anteil der heutigen Lebensräume verloren gehen. Tiere und Pflanzen können mit dem raschen Temperatur- und Klimawandel ganz einfach
nicht mehr umgehen. Also wenn wir jetzt bedenken, Temperatureinstieg in etwa 1,5 Grad und unter Umständen noch mehr in der Zukunft. Und wenn ich Ihnen erzähle, was wir an Unwettern jetzt in den letzten Jahren bei uns in unserer Gegend gehabt haben und nicht nur in unserer Gegend, weil es einfach so ist, dass diese Streams, die normal durchziehen, stehen bleiben, irrsinnig viel Trockenheit unter Umständen ausüben, wenn es heiß ist oder wenn viel Dampf aufsteigt, gewaltige Regengüsse und Muren abgehen lässt. Bei uns sind es halt dann in höheren Lagen die Lawinen und Hunderttausende, das muss man dazu sagen, von uns aus gesehen bis nach Südtirol, an Holz am Boden liegt, das wieder aufgearbeitet werden muss. Und wenn durch diese Erderwärmung beispielsweise Pflanzen schon früher im Jahr zu blühen beginnen, aber die Bestäuber wie Bienen und Schmetterlinge und so weiter ihren Rhythmus nicht im gleichen Tempo anpassen können, dann finden sie aufeinander angewiesene Lebenswesen nicht mehr zueinander. Also das würde ich auch stark zu bedenken geben. Es gibt viele Bereiche, in welchen dringender Handlungsbedarf nötig wäre. Natürlich sind die Anstrengungen gegen die Klimakrise ein globales Thema. Das ist keine Frage. Die exzessive Verbauung der Böden, auch das wurde schon genannt, welche in Österreich schreckend hoch ist, allerdings ein Problem, das auch nur hier gelöst werden kann, weil wenn wir 100 Quadratmeter wertvollen Boden pro Minute in unserem Land zubetonieren, ja, dann wird irgendwas passieren, von dem wir jetzt die ganze Zeit reden. Und etwas ist mir auch aufgefallen, das ist auch öfters genannt worden, diese tausenden Althäuser stehen leer. Das vollmundige Bekenntnis zur Reparaturgesellschaft in dieser Hinsicht ist ein weiteres Kennzeichen. Ja, da müsste man doch schon viel mehr tun. Der bewusste Umgang mit der wertvollen Boden muss in jeder Stadt, bei uns in den Gemeinden, neu überlegt werden und muss in einer sensiblen, nachhaltigen Raumplanung seinen Widerhall finden. Jede Ressource, die wir der Erde entnehmen, sollte eigentlich wieder zurückgeführt werden. Das wäre eigentlich wünschenswert. Und ich wäre jetzt nicht hier, wenn ich nicht noch einen Satz zu Pestiziden und Glyphosat sagen würde. Das haben wir zwar jetzt hier im Bundesrat beschlossen, im Privatbereich nicht mehr zu verwenden. In der Landwirtschaft wird es noch immer sehr stark verwendet und es steht wieder vor der Zulassung bei der EU und die Lobbyisten werden sich dort einstellen, weil da geht es ja um Milliarden. Ich hoffe nur, dass wir in Österreich und mit Ihnen als Frau Bundesministerin, vielleicht auch mit der Landwirtschaftsministerin dort ein Echo finden, dass das nicht mehr in die Umwelt gebracht wird. Die Auswirkung menschlicher Aktivitäten, auf ein erträgliches Maß zu begrenzen, muss ein ebenso globales Zukunftsprojekt sein. Es braucht aber auch Anstrengungen auf allen Ebenen. Wir müssen die Natur und die Wildnis schützen. Wir müssen dabei sowohl großflächige Naturlandschaften wirkungsvoll schützen, wie dies bei uns im Nationalpark der Fall ist. Wir müssen auch naturnahe Lebensräume erhalten oder diese wieder erschaffen. Weg von der industrialisierten Landwirtschaft, weg von der Bauwut und mehr Raum dem Leben, den Arten und der biologischen Vielfalt in unserem Land. Wir haben seit 20 Jahren, und die Frau Bundesministerin wird das wissen, bei uns im Nationalpark jährlich Verbreitungsdaten von Flora und Fauna aus der gesamten Nationalparkregion erhoben und diese Datenbank umfasst jetzt schon 490.000 Daten. Also man kann sich vorstellen, wie viel hier schon erhoben worden ist. Frau Bundesministerin, Sie haben einmal gesagt, Artenvielfalt ist unser Leben, unsere Lebensversicherung, sichert unser gesundes Lebensmittel, sichert unsere gesunde Lebensmittel und saubere Luft, schützt uns vor Naturgefahren und hilft uns bei der Anpassung an den Klimawandel. Anlässlich einer Nationalparksitzung der Bundesländer von den Hohen Tauern. Ihr Wort bitte in Gottes Ohr. Nur wir werden in Zukunft mehr dazu beitragen müssen, um das alles umzusetzen, was wir uns alle vorstellen, weil sonst werden wir ein böses Erwachen haben. Günter Nowak von der SPÖ Kärnten ist Bürgermeister der Gemeinde Malnitz mit dem Nationalpark Hohe Tauern. Er wünscht sich einen Masterplan zum Erhalt der Biodiversität. Österreich könne hier eine Vorreiterrolle einnehmen, sagt Nowak.